Mein Name ist Jörg Fuhrmann, ich leite das Freiraum-Institut am schönen Bodensee hier in der Schweiz. Ich komme gebürtig aus NRW, bin seit 10 Jahren hier unten und ich bin bekennender Energetiker, weil das Energy, was ich schon seit vielen Jahren kenne, fast 2 Jahrzehnten kenne, ist einfach genial. Ich habe mein Leben lang ein Problem gehabt mit Ausdauer, auch schon geburtsbedingt mit der Atmung und bin deswegen selber wahrscheinlich auch Atemtherapeut geworden und auch Ausbilder und Trainer im Bereich der Atemarbeit. Und ich habe einfach festgestellt, seitdem ich das mache, sehr schnell festgestellt, dass meine ganze Lungenfunktion sich extrem verbessert hat und die Ausdauer sich enorm verbessert hat. Also jetzt kann ich hier bei uns den Berg hoch bis zur Burg oben mit dem Hund fahren, mit dem Fahrrad, ja, kein E-Bike, normales Mountainbike, ja, ohne jetzt irgendwie total am Ende zu sein und wie das vorher der Fall war. Und das hat sich nach relativ kurzer Zeit täglicher Anwendung ergeben. Dann habe ich natürlich hier in der Praxis auch einiges festgestellt. Und zwar folgendes, dass die Meditationseinheiten sich vertiefen. Man ist schneller, klarer, also auch die Klienten, die Kunden sind schneller, klarer im Kopf auch und präsenter. Und wenn wir in Atemprozesse reingehen, dann geht das schneller tiefer. Das heißt, man plänkelt nicht so an der Oberfläche rum. Und das ist auch gerade in der transpersonalen Psychologie-Ausbildung hier immer wieder zum Tragen gekommen. Und da haben die Leute das auch täglich gemacht. Und dann hat man also auch gemerkt, dass die Kapazität sich erhöht hat vom Nervensystem und der Vagusnerv besser aktiv war bei denen. Und vor allen Dingen waren die auch von der Auffassungsgabe her, konnten die dann den Theorieparts besser folgen. Gerade als es jetzt auch so heiß war zwischendurch, war das einfach dann für die Leute auch nochmal so ein Boost, um da den Fokus zu halten. Und das erlebe ich selber auch so. Ich freue mich da eigentlich jeden Morgen drauf. Das ist einfach so ein Start auch dann für mich in den Tag, wo ich merke, dass das fokussiert. Das gibt einem Energie im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und es hilft auch wirklich, die Lunge zu detoxen. Und man kann sich auch gut damit entspannen. Das ist wirklich paradox. Also man kriegt auf der einen Seite Energie, auf der anderen Seite ist man trotzdem parasympathisch. Das heißt, relaxed. Und es ist eigentlich genau der Zustand, den wir hier auch in der Arbeit brauchen. Das heißt, man ist nicht total im dorsalen Vagus-Shutdown und man ist auch nicht sympathikoton-hyperaktiv, wie das ja bei anderen Atemprozessen und so weiter der Fall ist, sondern man ist eher in so einem guten ventrovagalen Modus vom ventralen Vaguszweig. Man ist präsent, man hat die Energie, aber man ist nicht in der Überaktivierung und das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das zeigt sich dann auch oftmals in der Schlafverbesserung. Das habe ich selber auch gemerkt, dass der Schlaf dann einfach nachhaltiger ist. Man kommt schneller in den Tiefschlaf rein und hat irgendwie mehr Erholungsqualität dabei beim Schlaf. Und ich brauche auch weniger Schlaf. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, also das ist wirklich ein wunderbares Tool, was sich sehr, sehr gut ergänzt in die sonstige Arbeit, die ich hier mache mit Magnetfeld, Tesla, Schauberger, Lakowski und so weiter. Und hat vorherige Ateminterventionen wie das IHAT zum Beispiel in der Praxis hier deutlich überholt, muss man einfach sagen. Ja. Das Energy ist absolut mein absolutes Favorite als atemtherapeutisches Gadget. Und mittlerweile nutzen es auch diverse meiner Kunden, auch im Heimgebrauch. Und das ist, ja, kann ich nur jedem empfehlen. Little Atmos ist ein guter Tipp. Wenn du Interesse hast, kannst du mich kontakten oder meldest dich direkt bei Energy. Die Leute, die da arbeiten, machen eine super Beratung. Also ich würde dich da einfach ermutigen. Die Kunden von mir kriegen nochmal einen Special Bonus. Da könnt ihr euch auch direkt bei mir einfach melden, mich kontakten zu. Wenn ihr Fragen habt, einfach melden und ansonsten wünsche ich auf jeden Fall ein gutes Durchatmen. In diesem Sinne schöne Grüße vom Freiraum-Institut in der Schweiz am Bodensee. Jörg Fuhrmann. Ciao.